Ich bin in der Alienwelt angekommen, hier bei Cocoon. Willkommen zurück. Ich nenne das jetzt Alienwelt, weil das am ehesten an die Aliens erinnert, also an das Alien-Franchise. Und ich kann hier unten diese Plattform ziehen, weiß aber noch nicht so recht, was ich transportiere. Deswegen, ich vermute eher, dass was von rechts kommt. Deswegen lasse ich es mal in der Ursprungsstellung. Ich habe eine Kugel abgegeben, die ich aber hier wieder abholen kann. Also die hat nichts ausgelöst, die sollte ich nur holen. Und da löst sie was aus. Und hier ist eigentlich nichts. Okay, ich guck mal, was sie in der Mitte macht. Oh, das sieht ja aus wie ein Riesen-Brain. Also das, worauf ich jetzt hier gleich laufe. Ups. Oh. Was kannst du denn? Okay, das ist ein Transportteil. So, ich laufe nochmal eben hier lang. Gibt's hier irgendwas? Nicht wirklich, ne? Ah, da muss der... Was ist denn jetzt los? Hoppala. Okay. Der muss also... Hey, ah, okay. Jetzt... Was ist der da unten? Was soll das? Ach, der läuft jetzt da... Was soll denn der ganze Quatsch? Also der transportiert mir jetzt die Kugel, aber im Grunde geht es darum, dass ich dieses Ding... Ah, okay. Läuft der mir immer noch hinterher? Ah ja. Mhm. Kriege ich da nicht ein Problem? Wenn ich jetzt rechts rüberlaufe und der mir folgt. Nicht, dass der in den Abgrund läuft. Dass der jetzt nach rechts geht gleich. Nö. So schlau ist er dann auch. Okay. Also ich habe zwar eigentlich in Sachen Kugel oder hier Plattform oder so nichts gewonnen, aber ich habe dieses Gestell unten drunter. Ne? Er macht lustige Geräusche. Und der muss jetzt hier rauf. Das ist lustig. Bup. Und da kann ich ein Knöpfchen... Oh mein Gott, die Vagina öffnet sich. Oh. Aha. Ja, tschüss. Schon bin ich meine Kugel wieder los. Läuft der weiter? Muss ich hier unten... War ich hier noch? Ja, hier war ich noch gar nicht, ne? Okay, er bleibt jetzt da drin. Warum bleibt er eigentlich da drin? Muss ich meine Kugel da wieder rausholen? Oh. Nee, ich muss den auch... Hier muss ich zwei Kugeln hinkriegen. Ach du Schreck. Warte, ich denke, ich hätte die Kugel jetzt schon rausholen müssen. Das bleibt ja hoffentlich offen, oder? Dass dieses Gestell nur wichtig war. Ich guck mal. Jawohl. Okay. So, das heißt, ich gehe da runter. Eine Kugel habe ich schon. Die orangene kann ich mir auch holen. Und jetzt ist es halt... Quatsch. Jetzt ist es halt wieder gut, dass ich die beide an einem Ort gelassen habe. Also überhaupt nicht aktuell, dass das gut ist. Dass ich jetzt richtig liege. Genau, dass ich die Orange da gelassen habe. Hm. Also ich bin etwas unsicher, ob das immer idiotensicher ist. Aber gut. Ich bin ja clever. Ich denke ja mit. Oh. 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 Ich kann nicht mehr weg. Ohoho. Vor allen Dingen, man muss ja ständig im Kopf behalten, wie viele Kugeln habe ich eigentlich und im besten Fall, wo habe ich sie. Also ich habe drei. In einer bin ich drin. Wow. Und zwei werden mir wieder entführt. Meine Murmeln. Gebt mir meine Murmeln. Kommen die da oben an? Zufällig. Oder fliegen mir die ganz weg? Oh, halt! Halt! Lass sie wenigstens da fallen. Nein! Doch. Ja, runter damit. Verdammt. Oh, irgendjemand ruft. Was ist rechts passiert? Auch nichts. Aber da... Oh doch, die wurde... Was seid ihr denn für Viecher? Okay, die kann ich wieder nehmen. Ach, nö. Ah, ich kann es nicht mehr ablegen. Warte mal. Kann ich da durch? Natürlich nicht. Achso, hier. Also, ich glaube wirklich, das Spiel weiß genau, was es wann mit mir macht. Es ist einfach so. Also, hier muss wieder so ein Vierfüßler rauf. Na gut. Hilfe, was ist denn hier alles? Was ist das? Das ist nichts. Hier hinten ist nichts. Schon lange kein Mondmännchen mehr befreit, fällt mir auch gerade so ein.
Okay, ich brauche den Vierfüßler. Wo bist du? Ich brauche ihn auch hier. Wozu? Den Weg kann man doch auch so gehen. Achso, nee, den kann nur ich gehen. Das ist ja interessant. Oh, das hat funktioniert. Wo geht's hin? Da werde ich nicht mitkommen. Doch, da komme ich so mit. Aha. Ja, das ist ja spannend hier. Ich laufe einmal oben rum. Leuchte alles aus. Und dann gucken wir mal, wen ich hier befreie oder was hier passiert. Oh. Achso, ja, er. Na gut. Ja, dann komm mal mit. Aber da müssen wir anders. Da müssen wir... Wie kriege ich denn jetzt den? Kann ich dem die Kugel wieder abnehmen? Ja. Aber ändert ja nichts. Wie kriege ich den denn jetzt hier lang? Achso, ich selber muss natürlich unten. Warte halt, oben lang. Lauf. Guck mal, der ist gar nicht so doof. Der will zwar immer zu mir, aber der kennt seine Wege. Das ist ja schön. Was ist denn, wenn ich hier hingehe? Weißt du dann... Ach nee, der muss ja hier rauf. Geht der nicht darauf? Bleibt das an... Ah, guck mal, das bleibt aktiviert. Das ist nicht so ein Ding, wo der sich einpflanzt. Okay, es war ja schneller erledigt, als man dachte. Cool. Aha. So, jetzt kannst du wieder mitlaufen, würde ich sagen. Oh, brauche ich den jetzt, damit er mir die Brücke macht, sozusagen? Ja, ne? Ha! Na, wie kann denn sowas passieren? Oh nein. Oh, oh nein. Oh, oh, oh. Okay, ich komme raus. Entschuldigung, ich war zu schnell. Ich würde den gern vorlaufen lassen. Wäre ja auch mal was. Okay, vorsichtig. Es muss alles da sein, damit ich auch laufen kann. So. Jetzt kann ich den hier mit rausnehmen. Und dann kommt der da ran, ne? Oh ja, er ist schon ganz heiß. Er ist schon ganz heiß. Na los, mach. Jetzt kann ich die Kugel wieder rausnehmen. Aber was hilft's mir? Ich komme ja gar nicht an den... Achso, hier. Ah ja. Ja, das ist ja cool. Hier habe ich Orange. So, da unten geht's lang. Und da geht's lang. So, lass mal fallen, ja. Jetzt habe ich zwei Kugeln. Brauche ich auch zwei? Oh nein, ich brauche die blaue Hilfe. Wo kann ich denn zurück? Oh, Hilfe, Hilfe. Also erstmal könnte man noch hier lang, aber da... Ach so. Ich sag mal, ist egal welche. Ich hoffe es. ja... Wie machen wir es denn jetzt? So, hier brauchte ich die blaue Kugel. Wie schaffe ich denn das? Achso, das ist ja die... Nee, war das die grüne? Ich bin ja in der... Ja, das kann ja nur die gewesen sein. War die das? Ah, die war das. Okay. So, und das konnte man jetzt nicht gegeneinander tauschen und falsch machen? Auch wieder so eine Frage. Wenn ich jetzt hier angekommen wäre, ja? Ich konnte ja hier hoch. Ich hatte die... Orangene im Schlepptau und an solchen Stationen kann man ja normalerweise, wenn eine drin ist, austauschen. Im Worst Case hätte ich die Kugel, die ich jetzt trage. Ah nee, dann wäre ich nicht über die Brücke gekommen. Ja, das ist ja durchdacht, ne? Muss es ja auch sein, aber das finde ich gut. So, jetzt läuft der da unten rum. Ist das niedlich? Jetzt könnte ich hier eine Ecke runter. Kommt der dann mit mir hoch durch dieses Zeug? Oh, warte mal, da muss man aber... Oh, der steht jetzt hier unten? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Aber was hilft es mir, wenn er da ist? Komme ich ja gar nicht an den ran. Warte, wenn ich jetzt hier... Dann ist der wieder unten. Hier müsste ich... Nee. Hier müsste er stehen. Kann den da schlecht stehen lassen. Der ist auch fast so schnell wie ich. Also wenn ich den jetzt von so einer Ecke starten lasse. Oh. Oh. Ah. Okay, dann ist er schon mal eine Ecke höher. Ist doch schön. Na komm mal mit. Weiß nicht, war das so gedacht? Könnte ich mir vorstellen. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Also hier bin ich nur im Kreis rumgelaufen. Oder wollte ich einfach nur beide Kugeln wieder haben? Ach nee, der muss ja... Der muss ja da auch noch in die Mitte rein. Okay, jetzt muss er mir wieder helfen. Bei der Brücke.
Das finde ich nicht ganz so komfortabel. Geh mal vor. Tausch mal einfach aus, oder? Wie wär's? Aber da muss ich ja auch aufpassen. Ist ja wie eine Escort-Mission. Ah, komm, komm, komm. Ist das lustig. Auf jeden Fall ist das ja die Kugel, die noch... Oder auf die Kugel kommt es gar nicht an. Es kommt ja nur auf den Unterbau an, ne? So, zack. Achso, muss ich doch wieder rein? Ah ja. Ui. Soll ich darauf? Hm. Coin. Es hat mich geschluckt. Hm. Boah. Das ist ja ein bisschen wie unter Wasser. Aber auch ein bisschen wie eine Befruchtung. Soll ich was machen? Ich glaube, ich kann nichts machen. Also es läuft alles automatisch. Oh. Wow. Oh mein Gott. Oh, jetzt sehe ich alles, wo ich schon war. Oder noch sein werde. Oh, oh, da ist Leere unter mir. Da bitte nicht unbedingt. Okay, also jetzt könnte ich wieder beide Kugeln hier... Ne, die brauche ich. Warte. Könnte die wieder zwischenparken. Das ist irgendwie immer ganz gut. Und dann nur sich die nehmen, die man braucht, oder? Also die brauche ich jetzt. Um da links hochzukommen. Sonst ist hier nichts. Hier kann noch nicht mal ich durch, würde ich sagen. Selbst wenn ich keine Kugel hätte... Das ist ja eine Architektur. Ich denke, es wird auch hier wieder linear sein. Wow. Jetzt muss ich tauschen. Ich gucke aber erstmal hier. Ne, hier ist nichts. Okay, es wird getauscht. Denn jetzt geht es um die Brücke. Hier unten ist nichts. Da geht's hoch. Ach, da komme ich, bekomme ich wieder mein Helferlein oder was? Da ist was. Oh, reicht das schon als Aktivierung? Na dann. So, jetzt ist ja die. Ne, die Kugel kommt wieder raus. Okay, gut. Da geht's dann hoch. Okay, ich aktiviere erstmal. So, warte mal, jetzt hier komme ich doch dann auch wieder nur zurück, oder? Ne, hier komme ich in die orangene Welt rein. Ach, das verwirrt mich immer noch. Wozu sollte ich das tun? Wichtig ist doch, dass ich... Hilfe. Ging das? Ach so. Ging ja gar nicht anders. Also jetzt brauche ich die grüne Kugel, ja? Um da hochzukommen. So, aber wie komme ich denn bitte? Warte, hier war auch nichts mehr. Hier war nur der Helferlein irgendwann. Wie komme ich denn jetzt an die grüne Kugel ran? Wenn ich jetzt hier reingehe, bin ich doch ganz woanders. Ach, da muss ich wieder den Ausweg finden. Nee, wie ist denn das? Hier kann ich herzlich wenig machen irgendwie. Oder? Hier bin ich schon mal hilflos langgelaufen. Da ist nichts mehr. Da hat sich in meinem Kopf irgendwas noch nicht so richtig gesetzt. Ach so, hier war dieses Ende. Was war das eigentlich für das? Da bin ich mal angekommen, ne? Bin ich da überhaupt mal angekommen? Scheiße. Warte. Hätte ich jetzt hier irgendwie was mitnehmen können? Ich komme ja nicht zurück. Ich komme ja nur mit der Kugel zurück und kann keine andere mitnehmen. Kann ich irgendwas anderes vorbereiten? Ach so. Ach du Scheiße, dass ich jetzt die... Nee. Das geht ja gar nicht. Halt, halt, halt. Stimmt, ich muss mir hier eine Kugel hinlegen.
Und zwar die grüne. Ich will immer blau sagen, ich habe noch gar keine blaue. So, die grüne muss ich mir hier in orange bereitlegen. Das ist kompliziert. Also die liegt dann jetzt hier. Und das... Das tausche ich nicht aus. Also ich tausche schon aus, aber ich muss auch die orangene mitnehmen. Und die grüne auch. So. Jetzt haben wir die grüne im Schlepptau und auf die habe ich Zugriff, wenn ich hier reingehe. Hopp. Mei, oh mei, also das ist echt unglaublich ausgetüftelt. Die machen ja auch immer so Storyboards und so Kartenentwürfe für Spiele und das muss ja dann, wenn du durch mehrere Dimensionen gehst, muss ja das ja super kompliziert werden, weil die immer überall ihre ihre Hinweise, also die Entwickler selbst müssen ja ihre Hinweise hinterlassen. So nach dem Motto, du bist dann da und vorher warst du da. Okay, ich guck mal hier oben. Da hinten ist der Hinweis. Okay, also das ist das H. Toll, ich kann die Kamera nicht schwenken oder so. Oh! Ach, das ist ein... Warte, war das vorher schon so? Hä? Warum ist denn das jetzt fest? Ach Gott. Ach, scheiße, jetzt habe ich natürlich den Anfang verpasst. Wann weiß ich denn, wann der Anfang war? Das H war an sich der Anfang, oder? Kommt alles nur nicht dieses Haar gerade wieder. So. Also das habe ich als erstes entdeckt, aber was heißt das schon? Haar, Raute, durchgestrichen, Pentagon. Letzte merke ich mir gar nicht erst. Haar, Raute, durchgestrichen, Pentagon. Mal sehen, ob es funktioniert. Haar, Raute, durchgestrichen, Pentagon, dann der. Ja, das war richtig. Ich habe jetzt zwar nicht mehr rausgefunden, wann der Anfang der Sequenz war. Aber gut. Oder braucht man nur an sich die richtige Reihenfolge, dass es so ein Loop ist? Das wäre ja auch nochmal interessant zu erfahren. So, jetzt muss ich wieder zurück. Wo ist zurück? Hier. Okay, da kann ich mir meinen Freund rausholen. Wo war das jetzt noch gleich, wo man den braucht? Brauchte man ihn schon? Brauchte man ihn da irgendwo, wo ich war? Nee. Hä? Ich bin gerade ahnungslos. Warte mal. Wo war jetzt noch eine geschlossene Stelle? Hier doch nicht. Nö, hier ist nichts. Und oben auch nicht, da war nur der Hinweis. Oder? Ja, da komme ich nur da hoch, das ist nichts. Tja, dann muss ich jetzt wieder gucken, wo ein nicht offenes Ende, sondern in dem Fall verschlossenes Ende war. Hilfe, Hilfe. Wahrscheinlich doch in der neuesten Welt, oder? Ach, hier, ach Mensch, die Dinger, na klar. Okay, jetzt muss man wieder gucken, was ich da arrangieren kann. Ja gut, du wirst einmal sterben, das wird sich nicht vermeiden lassen. Es tut mir leid. Oh, da muss ich aber weit zurücklatschen. Ach nee, das war ja hier, ne? Hier konnte ich den holen. Okay, was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich die andere Kugel holen. Nee, oder bleibt es aktiviert? Wie war denn das immer? Ja, okay, geht so. Was hilft mir denn das jetzt? Also er muss hier hin. Das heißt, ich tauche irgendwo ab. Wie umgeht man denn das jetzt? Hier komme ich wieder raus. Ich habe nie einen Überblick, wo ich so rauskomme. Ich hole mal die andere Kugel hinterher. Das muss doch bestimmt Teil der Lösung sein. Oder?
war hier drin jetzt was? Denke doch nicht. Hab ich gerade keinen Schimmer irgendwie. Aber ich kann es ja zusammenbringen, das schadet ja gar nicht, denn kann ja auch im Zweifel immer wechseln. Also, ich muss jetzt schaffen, den hier hochzubringen. Die haben doch keine... Der läuft doch immer mit mir mit. Die haben doch keine Verbindung, diese Welten untereinander. Achso, dass ich die eine in die andere... Nee, geht ja auch nicht. Wenn ich jetzt die in der ablege, davon habe ich doch gar nichts. Kann ich das überhaupt... Was ist denn das hier eigentlich noch gewesen? Da bin ich ja auch nicht weitergekommen. Da würde ich auch gern mal... Oh Gott, Hilfe, Hilfe, ey. Hier geht's in die rein. Wie kam ich aus der jetzt raus, in der ich drin bin? Da muss ich hier auch so ein Ding finden, was rausführt, ne? Ist ja auch furchtbar. Okay, also die Idee ist jetzt, dass man hier reingeht und aus dem anderen rauskommt? Aber wie soll das funktionieren? Warte mal. Ich probiere es nochmal. Vielleicht war es schon irgendwo eingestellt und ich habe es übersehen. Dass man jetzt... Dass wir da schon den richtigen Weg gebaut haben. Also ich muss es schaffen, aus... bei Grün wieder anzukommen. Ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie das geht. Denn hier ging es ja auch nicht viel weiter. Da laufe ich jetzt nicht nochmal runter. Das ist nach wie vor ungeklärt. Hm. Das ist schade. Da soll man bestimmt irgendwas machen mit den Rauten. So, hier unten war nichts. Ich laufe das jetzt nochmal ganz explizit ab. Aber das ist zu weit zurück. Das kann es eigentlich nicht sein. Hier war nur die extra Rettung. Das kann man ignorieren. Ja, und hier geht es auch nicht zurück. Okay, also da lang zu laufen in der ersten Welt in Orange bringt mir nicht so viel, ne? Bin doch jetzt in Orange drin, oder? Was ja für mich nicht schaden würde, wäre, wenn man immer irgendwo eine Bildschirmanzeige hätte, wo man sehen würde, in welcher Welt man drin ist. So muss man sich's ja praktisch optisch merken. Hier war der Boss, glaube ich. Ja, hier ist ja nichts. Ich meine, ich könnte noch eine Kugel mitnehmen und nochmal links gucken. Das bringt ja nichts. Wenn ich jetzt mit dem zurücklaufe... Wo war denn das jetzt schon wieder? Bin ich nicht mal hier lang gekommen? Und hier war eine orangene Brücke? Nicht mal das geht jetzt. Okay, ich glaube, das Spiel denkt sich was dabei. Ich soll jetzt nicht mal mehr hier zurück, weil das wieder irgendwas exploiten würde vielleicht. So, hier drin passiert nichts mit dieser Murmel. Da passiert auch nichts mehr. Das ist schon aktiviert. Hier haben wir ihn her. Da unten war nichts mehr. Okay, ich muss jetzt allein mit diesen beiden Welten was schaffen. Hä? Dann mache ich es umgekehrt. Ehrlich gesagt, da war er wieder weg. Achso, ich kann ja auch... Nee, ich kann hier noch nicht durch. Selbst ohne Murmel kann ich nicht durch. So. Ich habe nicht so recht den Überblick gerade. Ich versuch's jetzt andersrum und gucke, ob ich rauskomme. Aber wenn es klappt, dann hätte ich doch gern meinen Kompagnon dabei. Dass ich den Weg nicht zweimal machen muss, wenn er jetzt sowieso funktioniert. Ups. Gedrückt halten. Ach, hier war das. Da müsste ja irgendwo was möglich sein. Also ich denke, das Spiel hält auch die Wege immer. Oh nein. Kriege ich ihn ja auch nicht mit. Hä? Dann muss ich doch nochmal Orange mitnehmen? Och nee, komm. Dann geht der Plan aber nicht auf, den ich so habe. Mist. Vielleicht soll der nicht so aufgehen.
Oh je. Hier geht ja gar nichts mehr. Ist ja überhaupt nicht mehr aktiviert. Also kann das auch keine Lösung sein. Hä? So, also hier kriege ich ihn nicht mit. Hier habe ich kein Jumppad mehr. Das ist... Da war mal eine ganz normale... Ein ganz normaler Sockel, glaube ich. Ich kann doch da nichts machen, oder? Oder muss ich jetzt... Habe ich eigentlich schon ausprobiert, was die... Kann ich nicht ausprobieren. Was die dritte Murmel kann, weil ich irgendwie hier nicht rauskomme. Ne? Ja, scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Dann tut's mir leid, dann laufe ich nochmal und verliere jetzt den kleinen Helfer. Und guck nochmal, ob hier was möglich war. Oder wie das überhaupt war. So, hier unten. Hatte ich den ursprünglich mal nach Hause gebracht. Hier geht auch nichts mehr. Hier ging rechts, links nichts. Hier ging es hoch. Ach, das hatte ich nur geholt. Hier kann ich auch nichts zurückbringen. Mist. Irgendwie lande ich in Sackgassen. Verdammt. Ich bin jetzt in grün drin. Das heißt, ich kann grün auch gar nicht logischerweise hier reinbringen, um mal zu testen, was es hier mal gab. Ich weiß ja, was grün kann, also das ist jetzt wahrscheinlich eine ganz simple Lösung und ich schnall die nicht. Die bewegen sich ja nie hier. Das ist ja das Problem, oder? Warte, soll ich doch beide Kugeln hier hochbringen? Passiert da irgendwas? Irgendwas anderes? Habe ich das noch nie gesehen? Dass das irgendwas verändert? Oh, die Musik deutet schon an, dass ich es wahrscheinlich richtig gemacht habe. Oder auch nicht. Warte, ich gehe hier rein. Jetzt kann ich ihn hier holen? Ist mir ja noch nie bewusst gewesen, dass... Konnte ich das ahnen? Also das fand ich jetzt ein bisschen... Naja. Da habe ich einfach nicht das gemacht, was naheliegend ist, was man macht. Dass man hier beide Kugeln hat und schon war es irgendwie falsch. Aber... Ich muss ja hier auch... nee. Der macht beide zusammen irgendwie hier. Ich dachte, ich muss noch einen holen. So, jetzt ist doch wieder die Frage, wie kriege ich... Muss ich beides mitnehmen oder mache ich eins ins andere sozusagen und nehme die grüne mit? Das wäre doch mal praktisch, oder? Kugel in Kugel in Kugel. Hier kann ich gar nichts ablegen. Ach, so ein Pech aber auch. Da muss ich es wieder umgekehrt machen. Hopp. Also in Orange rein. Da hatte man ja eine Ablagemöglichkeit. Komme ich dann hier überhaupt wieder an, immer wieder? Ach so, jetzt kann ich nochmal gucken, was hier war. Das hatte ich nämlich schon wieder vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Irgendeine Plattform, die fährt, ist unwichtig. Okay, also grün ist in Orange. Und Orange nehme ich mit. Denke ich mal. Oder muss ich sie... ich musste beide... Ach, das ist... Ja, Pech, ne? Haben wir uns zu viel überlegt. Also manchmal ist man mit den Gedanken doch... ja, ich will nicht sagen zu weit, weil zu viel denke ich nie in Spielen. Aber man denkt in eine andere Richtung und die ist dann falsch. Man möchte prophylaktisch irgendwas machen und das ist dann eben doch nicht die Richtung, die man jetzt extra sich überlegen muss. Sondern das Spiel macht es schon dann nicht so kompliziert. So. Na, das ist doch fein. Was sich da oben so verbirgt, wenn ich diese Brücke nehme, das
gucken wir uns beim nächsten Mal an. Für heute ist Schluss. Ja, Cocoon muss warten. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.